So, hey Leute, ich hatte gerade übel das viel Bock irgendwie darauf, mich mal wieder ein bisschen im Creative auszutoben. Das heißt, ich habe hier eine World Map erstellt und ja, ich werde hier jetzt erstmal so ein bisschen anfangen, eine Insel zu bauen. Das hier wird die Unterseite der Insel. Die werde ich dann nachher flippen. Und ja, ihr seht es ja dann selbst. Und ich dachte mir, ich nehme das einfach mal auf, mal schauen, ob es gut wird. Vielleicht lade ich es hoch. Ja, und wenn ich es hochlade, dann werde ich vermutlich gleich eine Zeitraffer beginnen. Das heißt, ja, ihr werdet dann praktisch aus First-Person-View in Zeitraffer sehen, wie ich hier baue. Ja. Für die, die es interessiert, ihr seht schon, ich benutze World Edit. Spezifisch benutze ich die Brushes aus World Edit. Sphere und Gravity. Also die Befehle dafür sind die beiden hier. Und man muss halt ein Schwert in der Hand halten, dann wird das Schwert zu dem Brush. In manchen Versionen von World Edit geht's mit allen Items, auch mit der leeren Hand, aber ich würde einfach empfehlen, immer ein Schwert zu nehmen. Weil dann kann es einem nicht passieren, dass man mit der leeren Hand eine Tür öffnet und eine fette Kugel in die Tür platziert oder sowas. Ist mir tatsächlich schon passiert. Auf Shroom Island war das damals. Ja. Wenn man Scheiße baut, kann man immer Undo machen. Aber ist halt trotzdem nicht so nice, ne? Ja, das heißt, ich würde jetzt erstmal hier weiterbauen. Und ich werde mir vermutlich gleich irgendeine Musik anmachen, die gecopyrighted ist. Das heißt, ich werde dann vorspulen und Ton ausblenden. Okay, so viel dazu. Ich habe natürlich wieder mal die das falsche Format aufgenommen. Ist ja inzwischen auch schon zu erwarten bei mir. Für die, die sich fragen, warum ich jetzt die hier ganz oben erstmal Gravel und Sand drauf mache. Das hat den ganz einfachen Grund, dass ich jetzt gleich den Gravel gegen einen Block austauschen werde, einen festen Block, dann werde ich das ganze Ding flippen. Und dann werde ich den gesamten Smoothstone gegen was austauschen. Ja, jetzt sieht es ja eh gleich. Also jetzt heißt das mal alles mal klar. Ich auch ein bisschen großflächiger markieren. Wenn die Welt abschmiert, dann ist es halt so. Ist angenehmer, als wenn man ein Stück abschneidet. So, das sind natürlich jetzt nicht die Blöcke, die ich später verwenden werde. Das heißt, ich werde jetzt erstmal gegen Diamond austauschen. Dann werde ich das komplette Ding kopieren und anschließend flippen. Das heißt, das hat absolut nicht funktioniert. Und jetzt können wir es pasten. Und die Sachen hier existieren tatsächlich schon lange gar nicht mehr genau. Und jetzt ist es. Ist es richtig rum? Ist noch nicht komplett generiert. Ah, ich fliege in ungeneriert. Schön, dass es mir gerade zurzeit jede meiner Welten.
Und ich meine, ich habe ja noch nicht mal angefangen, irgendwas Komplexes zu machen. Gell? Geht mir schon wieder so sehr auf die Nerven. Was ich gerade mache, war übrigens die Oberseite. Das Wichtigste beim Generieren der Oberseite ist, dass die deutlich größer ist als die Unterseite. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Mein Spiel ist gerade abgeschmiert. Oder auch nicht. Sollte sich gleich regeln. Ich nehme meinen Kompass und gehe nach oben. Perfekt. Ja, sehr schön. So, jetzt nochmal hier was rausnehmen. Das wird gleich alles runterfallen, hoffentlich. Und dann haben wir hier gleich eine fliegende Insel. Sobald es geladen hat. Natürlich erst. Okay, es lädt nicht von alleine. Ich muss es updaten. Auch gut. So. Die Sache, ich möchte aber auch eine Gewichtung reinbringen, nicht alles gleich haben. Das heißt, ich möchte deutlich mehr Stein haben, mehr Smooth Stone. Und ich möchte auch mehr von dem, hoppla, dem haben. Und möglichst wenig Cobblestone. Das sollte eine ganz nette Gewichtung sein. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, das gefällt mir. Jetzt habe ich den Sand vergessen. Bei dem Sand möchte ich deutlich weniger Chance haben, dass es normaler Stein ist. So. Und die Diamantplatte sind die letzten, dann nehme ich den Gravel weg. Das heißt bei Diamantplatten kein Gravel, weil sonst fällt mir die halbe Insel gleich runter. So. Ja, perfekt. Auf der Seite hier hätte es ein bisschen weiter liegen können. So. Jetzt überziehen wir das Ganze doch mal mit einer Schicht Erde, das heißt Position 1. So, dann haben wir hier auch in der etwas
höheren Schicht, gelegentlich dort drin, anstatt im normalen. Das fällt jetzt auch nicht so auf, dass hier oben kein Gravel mehr ist. Und dann brauche ich Gras. So. Und mit Gras fülle ich jetzt ein paar Spots auf, die gerade leer geblieben sind. Oder an denen es komisch aussieht, zum Beispiel hier so. Bisschen paar Hand nach Terraform halt einfach. Und ja, dann wende ich gleich nochmal einen Trick an, um die ganze Erde zu Gras werden zu lassen. Weil was ich nicht will, ist, dass Gras hier irgendwo dran ist. Deswegen habe ich nicht den kompletten Gravel durch Gras ersetzt. Okay, dann hier kann man es ein bisschen tiefer gehen lassen. So, und dann setzen wir die hier mal ganz schnell wieder auf 3, weil 3 ist nämlich der Standard. Und hoppla. So. Okay. So, jetzt was man noch machen könnte, ist, man könnte die Erde praktisch so ein bisschen über die Kanten drüber wachsen lassen. Aber ich finde, das sieht tatsächlich nicht so gut aus, deswegen mache ich das nicht. Es gibt manche Situationen, in denen es richtig nice aussehen kann, aber ich persönlich bin kein Fan davon, deswegen lasse ich es. So. So, man kann per Hand jetzt immer ein bisschen nachpolieren an ein paar Stellen. Auffällig irgendwas unsauber ist. Es gibt halt hier diese World-Edit-Kanten. Also das Wichtigste ist bloß, wenn man irgendwo was umbaut, dass man auch immer dran denkt, ein bisschen von den anderen Blöcken reinzubringen. Weil sonst sieht es komisch aus, wenn dann an einer Stelle lauter Smoothstone ist. Ja, und jetzt könnte man theoretisch schon damit anfangen, hier Infrastruktur und Natur aufzubauen. Man könnte da jetzt natürlich einfach hergehen und sich so ein Setzling nehmen und Bone Meal und den hier machen. Und dann zufällig einen der etwas schöneren Bäume bekommen. Oder mit dem World-Edit Brush. Nature einfach hier drüber gehen. Aber das ist beides nicht so das, was ich eigentlich machen will. Jetzt zu dem Gebäude, was ich bauen will.
So. Ja. Das hat jetzt circa 2 Stunden gedauert, das hier zu bauen. Ich finde, es sieht relativ nice aus. Das Haus ist jetzt nicht das schönste Haus, das ich hier gebaut habe. Sicherlich nicht. Also das auf keinen Fall, aber ich meine, es ist jetzt auch nicht schlecht. Es geht mir um die Insel, um die Natur. Jo, danke fürs Zuschauen und ciao.